Durch die Corona-Pandemie ist auch in der Sumpfblume der Kulturbetrieb stark eingeschränkt. Doch an diesem Abend stehen hier viele Menschen an, um die Sumpfe zu besuchen. Denn der Raum wird derzeit anderweitig genutzt. Hallo DWZ-Fans und schöne Grüße aus der Sumpfblume in Hameln. Hier im großen Saal, wo sonst Konzerte und Veranstaltungen stattfinden, da wird derzeit geimpft. Wie so ein Termin hier, also man braucht keinen Termin, wie so ein spontanes Impfen hier funktioniert, das habe ich mir zeigen und erklären lassen. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Mein Name ist Heiner Kreuzburg. Ich bin hausärztlicher Internist, niedergelassen in Cobbenbrügge. Und seit über einem halben Jahr versuchen wir, das Tempo beim Impfen zu steigern und versuchen herauszufinden, was man braucht, um den Impffortschritt einfach den Turbo anzuhängen. Ja, die Leute haben gute Laune und sind sehr dankbar dafür, dass sie hier so schnell und reibungslos geimpft werden können. Also man muss unbedingt seine Versichertenkarte mitbringen und wenn es geht, sollte man sich schon die Unterlagen ausdrucken und zu Hause ausfüllen. Es ist aber auch überhaupt kein Problem, hier quasi nackig herzukommen. Das Einzige, was Sie wirklich brauchen, ist Ihre Versichertenkarte. Privatpatienten brauchen keine Karte. Die brauchen nur einen Ausweis. Und dann geht's schon los. Am Eingang wird eingecheckt, da wird kontrolliert, ob alles ausgefüllt ist, damit wir rechtlich auf der richtigen Seite sind. Dann gibt es hier eine Wartezone bzw. eine Art Gangway, wie auf dem Flughafen. Dann dort sozusagen die Versichertenkarte eingelesen wird und geguckt wird, welcher Impfstoff für den Impfling vorgesehen ist am Eingang. Das prüfe entweder ich oder eine medizinische Fachangestellte. Gespräche führen wir meistens kurz draußen, aber die meisten haben eigentlich auch gar keine großen Fragen mehr, weil das meiste sind Drittimpfungen. Dann geht es sozusagen hier auf zur Transformation, einmal die Treppe hoch. Geht hier die Treppe hoch und dort oben ist dann eine Kabine mit mehreren medizinischen Fachangestellten, wo dann der eigentliche Impfvorgang stattfindet und das geht sehr schnell. Und am Schluss müssen die Patienten hier sozusagen, oder die Impflinge, es sind ja keine Patienten, müssen die Impflinge hier eine Viertelstunde warten, wie das vorgesehen ist, ob es zu allergischen Reaktionen kommt. Auch das passiert eigentlich nie, aber es ist einfach Vorschrift. Einfach zur Sicherheit der Impflinge. Hier ist ausgebildetes medizinisches Fachpersonal und das Tolle an dieser Location ist, dass sie so übersichtlich ist. Das heißt, sowohl die Impflinge als auch die Mitarbeiter sehen immer, wenn sich zum Beispiel irgendwo was staut oder wenn irgendwo was Hilfe erforderlich ist. Das ist super, dass wir hier so eine völlig super gestaltete einen Ort haben, der auch einfach einen etwas anderen Spirit hat. Hier läuft immer Weihnachtsmusik und eigentlich haben die Leute hier immer gute Laune. Unser Wahlspruch heißt Freude beim Impfen.